Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zu einer neuen Folge Age of Mythology Retold. Wir befinden uns in Mission Nummer 4. Ein schöner Plan und wir haben den Auftrag, mit der Armee des Arkantos, mit den Atlantern, ein oder das Haupttor, steht das irgendwo? Ja, das Trojanische Tor, steht nicht da, ob es das Haupttor ist. Aber es gibt auf jeden Fall in dieser Map nur eines, respektive zwei, hintereinander, je nachdem. Genau, wir haben unsere Truppen versammelt. Und wollten gerade losziehen. Mal kurz noch zurück. Schauen wir uns mal an, wie das hier funktioniert. Βούλομε με τα λεύς. Πρόσταγμα με τα λεύς. Wie der liebe Gott des Prostagma funktioniert. Den Turm reparieren wir bitte. Okay. Den Turm haben die Petropoloi jetzt schön schnell aufgeraucht. Find ich geil. So, Infanterie nach vorne. Hydra dazu. Bitte das Pegasus runterzuholen. Ach Gott, dieser Pfeilhagel. Έτοιμος. Jo. Λέγε. Βούλον. Ορθό. Alles klar. Ich hasse diesen Pfeilhagel. Wobei gut, so brutal viel Schaden macht er ja nicht, ne? Bosch. Jawohl. Juhui! Ja, auf den Turm bitte, auf den Turm. Auf das türbige Türmchen. Wo sehe ich die Reichweite? 4 bis 22. 10 bis 28, okay. 4 bis 22, alles klar. Wie gesagt, nochmal hier zum Kontext des Ganzen. Ich hole Age of Mythology komplett nach vor dem Erscheinen von Retold. Da habe ich das noch nie gespielt. Wie ich zugeben muss. Oh. Da fliegen die Stones. Die Bier ist durch. Dann los, er sagt schon, dann los. Wie schwere Petropoloi. Können wir die auch machen? Die haben wir vergessen. Die griechischen Hunde haben unsere inneren Mauern erreicht. Durch, durch, durch. So, wir können ja nicht durch. Das Thema hatten wir in der letzten Folge, weil das Tor noch da ist. Die haben einen Minotaurus, aber was wir auch haben. Ja, gib mich die Kolosse. Ja, mach sie mit dem Turm weg. Auf den Katapultinger. Ah, die können doch durch. Dachte mir.
Wartet. Ich dachte mir schon Dinge. Redet. Gut. Die Griechen wollen unseren Markt zerstören. Wenn wir unseren Handel verlieren, wird uns das schwer schaden. Was auf den Turm. Die erste Tour hier ist gefallen. Wir ziehen uns mal zurück fürs erste. Na, können wir nicht machen. Wir brauchen schon Gold. Hallo. Jo, dann werden wir uns fürs erste Mal zurückziehen müssen. Dann ziehen wir uns fürs erste Mal zurück, auch wenn die Kolosse jetzt hier daherkommen. Oder ziehen wir uns nicht zurück? Ja, wir ziehen uns mal zurück. Für den Moment. Und hier gibt's die Silberkolosse. Etimos. Orthos. Pan. Lege. Vorerst mal alles zurück, alles in den Schutz der Festung. Ja, Rüstkammer wäre schön. Du kannst da bleiben zum Holz machen. Ihr kommt hier an Land. Prosseche. Metalevs. Ja, haben wir die Hydra gar nicht eingesetzt? Entschuldigkeit, liebe Hydra, Entschuldigkeit. Ja, alle Minotauren sind leider weg. Aber macht nichts. Können wir alles nachrekrutieren. Lege und Fos. Und hier. Prostagma. Pan. Hetimos. Prostagma. Ja, kennt man natürlich auch noch. Hetimos. Vulome. Diverseste verbesserische Technologien Lege. Erforschen. Pan. Vulome. Hetimos. Prostagma. Ja, stimmt. Die Helden könnten wir auch mal mitnehmen. Ululu. Wie sie sich verbeugen. Ah, stimmt, die kosten ja 2 Einheiten Bevölkerungslimit. Lege, Pani. Prostagma, Vulome. Lege. Orthos. Hetimos. Vulome. Orthos. Gut, dann gruppieren wir uns jetzt ein bisschen. Vulome. Prostagma, Lege, Pani. Hetimos. Orthos. Lege. Sobald die zu verbliebenen Leute dazugestoßen sind und dann greifen wir auch schon wieder an. Sollte jetzt kein großes Ding mehr sein, einfach mit den Petropoloi draufballern und fertig. Und die Truppen decken uns vor allerlei Unholden, die vielleicht noch kommen mögen. Und die Rüstkammer, vielleicht merke ich mir dann auch die Gebäude bald. Du vermutlich. Bronzerüstung, große Schilde. Das hier könnten wir auch tun.
Schatzkammer. Ja, schön. Sodala. Prostagma. Vulome. Ne Hydra. Hallo Hydra. Prostagma. Etimos. Ne. Lege. Gut, die kommen dazu. Der weitere Petropolos ist da, sorry. Petropoloi ist die Mehrzahl. Da kann man so herrlich klug scheißen, wenn man so angeben kann damit. Huhu, schaut mich an, ich kann auf Griechisch einen Plural bilden. Lege, orthos. Du. Prosese, hani. Hetimos. Hani. Lege. 3, Hetimos. 4, 5 Leje. Und 6. Prostagma. Ein bisschen viele Truppen, aber hey. Vulome. Orthos. Hetimos. Esto. Und ich glaube, wir können die Goldkolosse noch machen. Ja. Leje. Ja, das sind ziemlich stark. Strong. Mit K. Nein. Da sind sie. Kolossi. Nichts kann uns mehr aufhalten. Auch diese komischen Pfeilstürme nicht. Prostagma. Pani. Das mächtige Prostagma wird mit uns sein. Vulome. Etimos. Vulome. Etimos. Malista. Lege. Orthos. Prostagma. Poro. Leute kommen ran. Und dort wird gebumballert. Und da haben wir Goldkolosse. Komm. Angriff. Schießt auf die Türme. Ja, die Goldkolosse zerlegen das. Ja, wir wagen es. Wir wagen es. Verteidigen! Troja wird niemals fallen! Stimmt. Okay, gut, das Eingreifen. Haben wir Quint? Ja, wir haben Quint. Ja, die Reise fortsetzen. Wir spielen immer noch auf Mittel. Finde ich irgendwie geil. Anstatt Schwierigkeitsgrad leicht zu schreiben, schreibt man hier einfach Geschichte hin. Einfach damit das Stigma, damit man sich einfach nicht genieren muss, wenn man auf leicht spielt. Ne? Okay. Genau, wenn jetzt da Outro der Mission noch wäre, dann wäre das jetzt gekommen. Ne? Wenn wir jetzt nächstes Szenario klicken, dann landen wir in Mission 5. Müsste so sein. Okay. Gerade eben noch. Okay, dann war das jetzt eine etwas kürzere Folge. Dann hätten wir das doch noch in der letzten Folge hinten dran hängen können. Aber ja, wir haben ja auch diese zweite feindliche Nebenbasis nicht angegriffen. Das hätte die Mission auch noch mal ein bisschen gestreckt. Aber wir haben eigentlich eh schon sehr viel Spielzeug jetzt gehabt im mythologischen Zeitalter und ja, passt schon. Das Spielzeug war schon steil. Goldkolosse und so. Also, Mission 5 liegt vor uns, aber erst in der nächsten Folge. Und welche Action, Abenteuer und was für Gaudi wir dann erleben werden, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Quirten Games und ich sage, grüß euch und tüdelü.